Jo, servus. Mal ein Video fertig machen, was ich glaube ich vor 3 Wochen mittlerweile angefangen habe. Ist ein bisschen her, aber seht selbst. Jo, moin. Ihr habt Holz gesammelt, könnt es nicht abwarten. Wollt unbedingt eine Schleuder oder ähnliches draus bauen. Man kann es jetzt normal schnell trocknen, im Heizungsraum legen, der wird dann wahrscheinlich hier einen Riss kriegen. Mache ich auch mit einer. Zwei andere Möglichkeiten wäre, ich habe hier nochmal zwei Stück, also diese Marillenteile, entweder in der Mikrowelle oder in Fett. Ja, mittlerweile habe ich so eine viereckige Form. Früher habe ich das ganze Zeug mal in die Fritteuse geschmissen, wenn wir Pommes gemacht haben, gab Ärger. Sollte man nicht machen. Also entweder im Fett reinlegen oder in der Mikrowelle. Wir machen beides mal so ein bisschen gleichzeitig. Im Fett einfach heiß machen, Zwille da rein, Fett 120 Grad, 100, 130, 140 Grad. Dann verdampft das Wasser hier drin. Das Fett kommt da gleich rein und die Gefahr ist wahnsinnig gering, dass es reißt. Gerade eben eine Stahlkugel da drin gefunden. Wenn man die mit Fett ummantelt, rostet die auch nicht so. Die andere Geschichte in der Mikrowelle. In der Mikrowelle am besten im Beutel reinmachen und die Zwille. Welche nehme ich denn für die Mikrowelle? Die sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich dick. Die Zwille vorher wiegen, also das Holzstück vorher wiegen. Ja, das sollte nullen. Und dann hätten wir jetzt hier 548 Gramm. So, das kommt da rein und die andere kommt da rein. Gucken wir uns mal an. Hier in der Mikrowelle ist drin, nach 12 Sekunden. Allerdings nicht bei, ups, da, bei voller Leistung, sondern bloß bei 70%. 3, 2, 1, aus. So, jetzt seht ihr in dem Beutelchen schon, da sieht man so richtig schön, da sieht man so richtig schön Wasserdampf rauskommen. Das Ding wird heiß, weil das Wasser wird ja mehr oder weniger rausgekocht. Dann müssen wir raus. So, da läuft der Saft so richtig runter. Das ist der ganze Saft davon. So, Tüte auf. So, und dann da drin, der Saft richtig drin. Tüte auf und leeren. Das Holz wird, wie gesagt, richtig heiß. Weiß nicht, ob man sieht, dampft. Nachteil von dieser Geschichte ist, ihr könnt es nicht aufmachen, entleeren und wieder reinmachen, weil es fängt von innen drin an, heiß zu werden und rauszugehen. Das kann da innen drin so heiß werden, dass es verbrennt. Und verbranntes Holz wollt ihr eventuell nicht haben, sieht nicht so schön aus. Aufmachen, ausleeren, Holz wieder abkühlen, wieder in die Mikrowelle rein. Nächstes Mal und die ganze Geschichte so lange, bis die Waage sagt, keine Veränderung mehr trocken. Und dann notfalls nochmal ein bisschen drauf. Da hinten schmilzt man Fett für Backofen zum Reinmachen von dem anderen Teil. Und falls ihr euch wundert, dieses komische Ding da, wir haben momentan Februar, ist mein Einhornkostüm. Wollt ihr nicht wirklich sehen? Also weiter damit. Ja. So, ihr hört es dazwischen. Da dampft's. Geht's runter. Also das ganze Ding ist nicht ohne. Ist auch richtig heiß. Und das macht ihr. Ich habe das Gefühl, Plastik schmilzt. Das macht ja so lange, bis keine Reaktion mehr da ist. Also auch nicht so eine Sache mit in die Mikrowelle schmeißen und das war's, sondern immer wieder drum kümmern. Tja, ich hatte wohl doch recht, Mist. So heiß, das schmilzt. Tüte ist kaputt. Und das Ding ist richtig, richtig heiß. Das kann das erstmal wieder lange abkühlen. Jo, solange das mal wieder abkühlt, schmilzt mein Fett. Das füllen wir gleich noch mal ein bisschen auf, bis es zu wenig ist.
Es macht einen farblichen Unterschied später vom Holz, was für ein Fett ihr nimmt. Ob du ein festes nimmt, ob du ein flüssiges nimmt, ist je nach Holztyp wieder anders. Müsst ihr ausprobieren. So, das Ding in der Mikrowelle bekommt da doch feine Risschen. Okay, habe ich so doof lang gelassen. Ist aber noch immer verdammt heiß. Das andere Mal. So, so lange können wir noch ein bisschen erzählen. Warum machen wir eigentlich den ganzen Aufwand? Also hier steht das mal hart drauf für das Teil, was ich im Heizungsraum packe. Und die Seite mache ich dann mit Fett. Ne, die sage ich mal mit Fett. Das ist ein F für Fett. Hier oben drüber. So, wenn man es jetzt normal trocknet, müsste dieses Teil eigentlich hier starke Risse bekommen. Weil, tja, Feuchtigkeitstransport ist halt normalerweise von da unten nach da oben. Also die Holzausrichtung, die Faserausrichtung auch dahin. Das heißt, in diesen Bereichen, also gerade da, wo die Schnittkante ist, da trocknet es am schnellsten aus. Und wenn das Holz trocken wird, verliert das leider Volumen. Wird kleiner. Weil jetzt aber ein Stückchen tiefer, das noch, also hier oben, wird es kleiner. Als aber ein Stückchen tiefer jetzt noch genauso breit ist, kann es da nicht einfach kleiner werden, sondern bekommt dadurch Risse. So, jetzt die Möglichkeit, wenn wir das hier oben zuschließen, dass das hier genauso schnell trocknet, wie hier durch die Rinde durch, wie durch die Zellen quer durch. Selbst wenn wir die Rinde da abmachen, würde es trotzdem nach hier oben schneller rausgehen, weil halt das hier die Richtung ist von den Fließkanälen, von der Feuchtigkeit, die irgendwo hoch bei 20 Meter in den Baum hoch soll. So, wenn wir das hier zuschließen, dass das hier langsamer bzw. genauso schnell trocknet wie hier quer rüber, vermindern wir die Risswahrscheinlichkeit. Deswegen diese Geschichte. So, und deswegen auch dann diese Geschichte jetzt mal hier, dann tunke ich es im Fett rein und lass es so, pack's runter im Heizungsraum und die andere schmeiße ich dann, wenn es da geschmolzen ist, da rein. Und die andere haben wir in der Mikrowelle. Ja, also hier bloß mal. Wenn sich oben verbrennt, ist es doof. So, dass es dazu ist. Dass wir dann einen Unterschied sehen. So, das ganze Ding kommt runter, aber dauert jetzt halt eine Woche oder so. Bis man da was sieht. Heizungsraum, weil es halt trocken ist und warm ist, dass man da am meisten sieht. So, das andere schmeißen wir da gleich rein und das Teil weiter in die Mikrowelle und die trocknen wir mal auf mit dem Schnellverfahren. So, ziemlich geschmolzen. Legen wir das Teilchen da mal rein. Gedreht haben. Ups. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen Fett dazu machen. Und wenn ihr da genau anguckt, da vorne seht ihr schon raus. Ups, muss das andere Ding rausnehmen. Rausblubbern. Ja, so langsam kommt das Ding da dran auf Temperaturen. Da seht ihr es blubbern. Da kommt das Wasser raus, es wird noch mehr. Da auch. Schön wäre halt, wenn es Fett bis oben gehen würde. Habe ich mal wieder nicht da. Ja, ich drehe sie jetzt mal und lassen wir mal weiter blubbern. So. Da kann man sehen. Feuchtigkeit geht raus. Vorteil, man braucht sich nicht mehr drum kümmern. Mikrowelle, immer wieder aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Jo, Abbruch. Ich habe noch immer nicht die Trockenfeuchte von der Mikrowelle erreicht. Es geht noch immer weiter runter. Backofen auch raus, weil da seht, Tür ist auf, Fenster ist auf. Im Winter
Durchzug, hier ist Geruch drin, ist nicht schön, sonst mache ich das halt draußen im Sommer, da rieche ich das nicht so. Deswegen breche ich das Ding jetzt mal ab. Wir haben die noch im Heizungsraum. Die anderen packe ich jetzt wahrscheinlich auch in den Heizungsraum, um zu gucken, wie ist ein Unterschied beim Reißen. Ja, Zwischenfazit. Backofen, aufheizen, reinlegen. Wenn es voll ist, muss man es so nicht mal umdrehen. Man muss sich nicht drum kümmern. Mikrowelle immer wieder gucken, nicht zu heiß. Wiegen, sonstiges hin und her. Dauert halt länger, ist mehr Aufwand. Ist nicht so mit wie ein Gericht aufwärmen, 2 Minuten rein und gut ist. Wie gesagt, sonst verbrennt sie. Gucken wir mal in der Woche, ein paar Tagen, was sich ändert. Tja, es gibt ein richtig langes Video. Jetzt müsst ihr eine Woche lang Standbild sehen. Edge. Okay, ich mache einen Schnitt. So, jetzt Fazit von dieser Geschichte. Mit diesem Einhorn-Pipi-Kostüm, was da mal gehangen hat. Fasching ist vorbei. Habt ihr in irgendeinem anderen Video gesehen? Also das sind diese komischen drei Zwillen. Naja, Aststücke. Zwillen kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, mit welcher fangen wir an? Nehmen wir mal die von dem Heizungsraum, die im Heizungsraum war. Die eine Seite habe ich Fett drauf gemacht, auf der gar nichts und hier auch nichts. Da, Heizungsraum. Sieht man natürlich, bitte Scharfstellen, guck, wo ist Mitte? Sieht man natürlich stark gerissen. Hier auch Riss richtig runter. Da rein. Hier bis zur Astgabel. Ich müsste mal messen, fühlt sich eigentlich so relativ trocken an, ist soweit okay. Das Erstaunliche dabei ist, ja, das ist die unbehandelte Seite, das ist die, die ich mit Fett eingerieben habe. Selbst die hat da einen starken Riss. Gib mir das Messerchen nochmal. Hier richtig weit lang durch. Eigentlich nicht schön. Also so trocknen ist irgendwie wohl nicht die Welt. So, jetzt hatten wir die beiden anderen Geschichten. Die meisten interessieren sich natürlich mit der Mikrowellentrocknung. Kann halt je nach Holzart wieder anders sein. Also das sieht eigentlich da relativ verdammt gut aus. Bei der jetzt, hier bei denen auch. Okay. Fühlt sich natürlich nässer an, noch irgendwie feuchter wie die. So, und dann eigentlich mein Lieblingsteil, wo dann etliche sagen, oh, das wird ja voll fettig oder sowas, das war die in dem Fettbad da gelegen hat. Sieht man so jetzt nicht. Da einen kleinen Einriss, aber hier ist ein Schnitt noch, da hört er auf. Da auch nichts. Da hat er einen. Geht allerdings nicht tief, nicht weit. Also hier sieht man nichts mehr, wenn man da von der Rinde mal was wegnimmt. Weiß nicht, könnt ihr da sehen? Ist so nichts mehr. Ja, Fazit jetzt von diesem Brocken. Ich hätte auch mal Buche nehmen können oder sowas. Zum Vergleich. Bloß Buche ist eigentlich ein langweiliges Holz. Wie das ist, weiß ich nicht. Sieht aber eigentlich auch langweilig aus. Müssen wir mal anschneiden, anschleifen. Also so, Trocknung einfach im Heizungsraum oder in irgendetwas Warmes, ist die Rissgefahr groß. Der geht jetzt, weil er hat da einen Ast und da einen Ast und das wirkt halt, dass diese Risse, die hier entstehen, nicht mehr so weitergehen. Was mich gewundert hat, ist, obwohl ich es da versiegelt habe, dass er trotzdem einen Riss bekommen hat. Und an der anderen Stelle eigentlich so gut wie gar nicht. Da gibt es ein kleiner bis dahin. Deswegen die auch nicht gleich immer kürzen, sondern ruhig länger lassen. Wenn es da einreißt oder sowas, irgendwann verwechselt er sich, verwundert er sich. Ja, Mikrowellenverfahren. Eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich will das nicht sagen, hat gestunken. Also mir wurde ganz dösel im Kopf, obwohl ich in dieser Folientüte ja drin hatte, die ja da irgendwie durchgebrannt ist, durchgeschmort ist, weil es so heiß wurde. Es ist nicht leicht. Ihr müsst halt immer wieder aufpassen.
Ich habe der halt aufgepasst, dass die innen drin nicht verbrennt. Könntest du aufschneiden. Abkühlen, sonstiges, ist keine Sache mit 2 Minuten Mikrowelle und das war's. Also das ist hier eigentlich viel entspannter und relaxter. Fett. Im Backofen heiß gemacht, das Ding reingelegt und mein Gott, lass die halt doch mal eine Stunde da drin blubbern. Oder so lange, wie ihr meint. Habt ihr sonst nichts mehr zu tun. Also, das so als kurzer Fazit. Ich wollte das Video nur noch schnell loswerden, bevor ich ins Trainingscamp fehlliege. Sagt mal eure Erfahrung, was euers so ist, welche Holzsorten vielleicht am rissempfindlichsten da sind und welche nicht, welche da am schönsten wirken. Ja, du bist auch da. Ich glaube, das war's. Ich muss schmusen gehen. Jo, eben ein Stückchen abgeschnitten. Das war das, was reinkam. Das ist dieses Abgeschnittene. Da merkt man so nichts mehr. So, hier mal ein bisschen Ballenmattierung drauf gemacht. Zu gucken, wie das Holz wirkt. Klar, hat halt einen schönen dunklen Kern da drin. Müsste man mal bearbeiten. Aber ob ich es mache, ich weiß nicht. Mal sehen. Irgendwas hat sie ja. Aber Holz ist halt nicht ganz so der Brüller.